Roger Scher, Sie sind Gründer und Inhaber von Circle 8. Das ist ein Dienstleister im Bereich Luxury Lifestyle. Sie fahren mit Limousinen VIPs als World Economic Forum in Davos. Sind Sie ausgebucht? Ja, die Nachfrage war sehr gut dieses Jahr und wir sind ausgebucht. Für kurzfristige Eventualitäten haben wir noch das ein oder andere Fahrzeug. Circle 8 bewegt sich im Luxusbereich. Sie bietet ja auch einen Rundum-Service an für VIPs. Welche sind die grössten Herausforderungen in Ihrer Branche? Da wir ein Start-up-Unternehmen sind, ist sicherlich eine grosse Herausforderung, dass man uns kennt. Also der Bekanntheitsgrad steigern in dem Markt, der doch schon einige Anbieter hat. Und man kennt es ja grundsätzlich aus dem Bereich Kreditkarten. Mit diesen Concierge-Service und ja, wir versuchen uns aber in einer Nische zu platzieren. Ihre Kunden sind ja in der Regel sehr vermögend. Wie kommt man an solche Leute her? Ja, zum einen aus früheren Tätigkeiten habe ich mir ein sehr grosses Netzwerk aufbauen. Dort hat es der eine oder andere Vermögende dabei. Wir haben aber auch Kunden, die ganz normal sind, selbstverständlich. Und wir versuchen natürlich unseren Job sehr gut zu machen und hoffen auf weitere Empfehlungen. Der Hauptsitz ist in der Schweiz. Sie haben aber auch in Singapur eine Niederlassung. Planen Sie in naher Zukunft zu expandieren? Nein, wir sind gut aufgestellt in Singapur und in der Schweiz. Wir sind der Meinung, dass die beiden Märkte sich sehr gut ergänzen, durch das, dass wir sehr viele Firmen, die in der Schweiz sind, auch in Singapur haben. Es ist beide Standorte sind sehr finanzdienstleistungsorientiert, aber auch generell als dienstleistungsorientierte Länder bekannt. Und dort fühlen wir uns zu Hause.